Liebe Hotelinsiderinnen, liebe Hotelinsider, herzlich willkommen hier aus Zermatt. Ich stehe hier ganz oben, ich glaube, es ist im zweiten Stock des sogenannten Backstage-Hotels. Neben mir ein Gast, den muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht groß vorstellen, das ist Heinz Juhlen. Herzlich willkommen, Heinz, dass wir da ein bisschen über dein Projekt, über dein Werk, könnte man ja sagen, sprechen können. Dein Werk, du bist Künstler seit vielen, vielen Jahren. Du hast hier dieses Hotel damals eröffnet oder konzipiert. Mhm. Es ist ein ganz spezielles Haus. Wenn ich dich fragen würde, als Externer, als Außenstehender, was ist hier das Spezielle? Was ist das Backstage-Hotel mit diesem Vernissage, das ist ja das Restaurant, das du hast mit Bühne und weiß nicht was allem. Wie würdest du das kurz umschreiben? Also ich habe einen Slogan und der heißt My Home is Your Home. Mhm. Und ich wohne im obersten Stock und dann baue ich das alles so, wie ich es für mich bauen würde, wie es meine Privatwohnung wäre. Und da gibt es ziemlich viele Angebote. Also ich kann von meiner Wohnung, genau wie die Gäste auch, wenn ich Lust habe, ins Kino, in den Wellness, gut essen gehen, an ein Konzert, Kunstausstellung besuchen und jenes die Events, die halt so anfallen. Wenn ich mal Lust auf Party habe, dann zweimal pro Woche kann ich auch das machen. Du bist ja bekannt für deine Objekte, für dein Mobiliar, kann man sagen, Kunst, Möbel oder was sind das? Was sind das, Installationen oder wie sagst du dem, was du tust? Ja, ich komme eigentlich aus der Kunst raus. Ich habe Malerei gemacht und Skulpturen und dann plötzlich in die Architektur reingefahren. Ich habe zwar nie Architektur studiert, aber dann eigentlich seit jeher, weil ich ein Atelier brauchte, habe ich mein Atelier gebaut und das ist dann immer gewachsen und mittlerweile sind es verschiedene Hotels und Projekte geworden. Eben, inzwischen bist du Hotelier geworden, als Quereinsteiger, du hast ja nie, wie sagt man, eine Hotelfachschule besucht. Nein, das nicht, aber wir sind als Kinder in den Bergen aufgewachsen und meine Eltern hatten eine Berghütte, das heutige Schiff Runi. Ja. Und da kamen wir eigentlich schon relativ ungezwungen mit den Gästen in Kontakt. Wir mussten immer helfen. Und dann gab es Randzeiten, da waren wir frei und da habe ich dann gebastelt und meinen Schwestern Hütten gebaut und wir waren auch, ja, wir waren halt, das hat uns auch zusammengeschweißt, es waren keine anderen Kinder da, also nur wir vier und ich war der einzige Bub und die Mädchen haben dann vor allem serviert und ich habe Kaffee rausgegeben und ja, so ist das alles gewachsen. Und wann ist dieses Backstage, so heißt es ja genau, wann ist es entstanden? Also das Vernissage war zuerst, das ist da unten das Kino, der Club, die Kunst, die Konzerte, das ist im 1990 entstanden. Ich war dazu mal 26-jährig. Papa, das war das Elternhaus, im Winter haben wir hier gewohnt, im Sommer im Berg. Und das ist dann eben abgebrannt und das gab mir dann die Chance, im Untergrund, also im Souterrain, meine Welt zu realisieren. Also 1990? 1990, wann kam dann das Hotel dazu? Und das Hotel kam dann 20 Jahre später, also 2010 habe ich dann geheiratet und habe dann mit Evelyn dieses Hotel aufgebaut. Und wie hast du das gelernt, dieses Hotelhandwerk und so weiter? Also das kann man ja nicht einfach so. Also ja, ich habe dann vorher auch schon für meine Schwester, die Leni, das Goethesalp gebaut. Ich habe das Viewhouse gebaut im 93 und ja, also das ist dann eins nach dem anderen, ist dann so entstanden. Also was bietest du jetzt alles hier? Für Außenstehende ist es nicht ganz einfach. Also es gibt Kunst, es gibt Konzerte, es gibt, weiß nicht was alles, ein Kino gibt es noch, dann gibt es Gastronomie. Du hast hier was, 17 Gourmet-Punkte da oben in diesem Restaurant, dann hast du noch ein Lokal, glaube ich, was, 15 Punkte, Michelin-Sterne, ich weiß nicht was alles. Und dann gibt es einen Shop da unten mit deinen Objekten, also kurze Zusammenfassung. Ja, also gut, ich habe natürlich auch eine tolle Crew. Wir sind über 80 Mitarbeiter, die natürlich alle mitziehen an der Geschichte. Und ich bin da so ein bisschen vorne weg. Ab und zu bin ich weg. Meistens. Was meinst du? Ja, bitte. Tja. Also du bist weg. Was heißt das, du bist weg? Du bist nicht im Garten. Ich bin dann halt auch immer schon wieder in neuen Projekten und dann komme ich dann wieder im nächsten Team-Meeting und sage, ja, ich denke, wir bauen noch ein Chalet. Das müsstet ihr dann auch betreiben und so wächst das halt. Du hast ja jetzt wieder ein Projekt, kann man da bereits etwas sagen darüber? Ja, ich habe ein Projekt auch hier in Zermatt und das geht voll in den Bereich Kunst. Und das wird so ein Ort geben, wo so High-End-Künstler wie auch ganz normal aufstrebende junge Künstler sich treffen werden. Und die Wohngemeinschaft wird auch durchmischt sein. Da werden Angestellte im gleichen Haus wohnen, wie Fünf-Sterne-Service-Gäste es gewohnt sind. Das Ganze ist noch in der Projektphase. Das noch in der Projektphase, ja. Es gibt dann wie immer halt sehr, sehr viele auch Einsprachen und Regeln und Dossiers und Bearbeitungen, bis so ein Projekt dann wirklich durch ist.
das zehrt dann schon ziemlich an den Nerven. Was man noch sagen muss, du hast hier wieder weltberühmte Künstler, die hier rausstellen. Das ist etwas wie eine Galerie, kann man sagen, oder eine Kunstausstellung. Und da stellen ganz, ganz berühmte Künstler raus. Kannst du dazu was sagen? Ja, das sind zum Teil sind das sehr, sehr, sehr bekannte Künstler. Also ich mache eigentlich schon Leute, die das auch professionell betreiben. Mhm. Viele sind auch in meinem engen Freundeskreis. Und dann haben wir auch vor 2 Jahren, also hatten wir einen Glücksfall mit Peter Deug, der sich gemeldet hat bei mir, dass er wahnsinnig gerne mal ausstellen würde in Kunsträumen Zermatt. Und dann haben wir eine große Show gemacht, die wird jetzt gerade im Oktober im Musée d'Orsay in Paris gezeigt. Es gibt ja dieses Festival in April, muss man auch noch erwähnen, hier in Zermatt. Wie heißt das schon wieder? Das Zermatt Unplugged, genau. Ja, genau. Bist du sowas wie der geistige Vater von dieser Geschichte? Ja, eigentlich, also das Festival ist unten in meinem Club im Vernissage entstanden, mit einer Partnerschaft, die ich habe mit Thomas Sterchi. Mhm. Das ist ein Unternehmer und nach einem Konzert, das ich veranstaltet habe, das ein bisschen wenig Besucher hatte, bei einer guten Flasche Rotwein ist die Idee entstanden, man müsste eigentlich die Konzerte, die wir übers Jahr machen, alle in eine Woche verpacken, dann ist der Aufwand weniger groß, das Marketing wird einfacher. Mhm. Und mit der finanziellen Kraft auch von Thomas, und dann ein bisschen meine Locations und vielleicht auch ein bisschen meiner Fantasie ist dann das Ganze wirklich aus dem Boden gestampft. Heinz Julen, wir sind am Ende, die Zeit läuft. Herzlichen Dank für dieses kurze Gespräch hier über deine Welt, über deine Kunstwelt, Hotelwelt kann man ja sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war's hier aus dem Backstage Hotel in Zermatt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Dankeschön, vielen Dank. Danke.